Hoch, tief, tief, hoch, Pups. Schön. Ein schönes Lied. Komm, jetzt komme ich aber jetzt dran. Und, geht doch. Das hat mir ja super viel gebracht. Hä? Wie gerade? Oder habe ich jetzt den Brunnen unten aktiviert? Jo, jo, jetzt ist er an. Flump. Jetzt kannst du wieder folgen. Folge mir. Da steht sogar Passwort Hallo. Drauf. Hallo, Passwort. Okay. So, komm her. Das sieht nicht nach einem Geheimnis aus. Ja, trau dich doch mal was. Folge mir. Danke. Und wir reiten wieder auf unserem Elum. Elum, Elum, Elum. Okay, da muss man viel klettern links, wie man sieht. Okay, da ist was. Dich kriege ich. Dich muss ich kriegen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo sind eigentlich so viele Slicks in der Wildnis? Ah komm, die kann ich auch noch kaputt machen. Warte! Erster. Okay, ich kann mich nicht selbst verprügeln. Ich habe Angst, wenn ich da jetzt runterfalle. Oh, nee. Da ist auch nichts. Und hoch. Oh, ah, das ist ein Abgrund. Warum habe ich den jetzt so spät gesehen? Und da ist auch schon der Pyramid-Tempel. Hier sind verdammt viele Minen. Ich kriege dich. So. Ist noch sowas? Okay, das ist noch ein Brunnen. Das Elo muss da warten, weil ich jetzt durch diesen Brunnen gehe und da hinten auftauche. Mal gucken, was die Pyramids hier sozusagen haben. Gucken. Schlecht. Ich habe nur gedacht, weil beim anderen Tempel ja auch am Anfang so ein Secret war, dass hier vielleicht auch eins ist. Dies war aber nicht der Fall. Aber hätte ja sein können. So, was erwartet mich hier? Ein Brunnen. Der mich nach hinten bringt. Und nun? Ach, oh. Ach so, ich checke. Ich muss sie da anlocken irgendwie. Hallo. Warte. Jetzt folge mir. Er folgt mir sogar. Du bleibst stehen. Okay. Das Tolle hier bei den Slicks ist, die können nämlich irgendwie die Slugs steuern. Jetzt antwortet er und jetzt sage ich. Hier, Kleiner. Ja, aber irgendwie. Ah, da kommt er ja schon. Kann ich jetzt nämlich auch sagen. Hier. Warte. Wenn jetzt jemand wäre, dann wäre er jetzt tot. Kann ich noch sagen? Warte. Ah, warte. Nein, du sollst mir schon folgen. Kleiner.
Kann noch? Pass auf! Okay. Ah, komm, nur ein Spitzer. Den Schalter brauche ich gleich, um den wieder hochzuholen. Den Aufzug. Ja, gut, da kann ich jetzt nicht chainen, weil sonst platzt mein Viech. So einfach geht das. Nicht, dass ich jetzt meinen Hund töte irgendwie. Uiuiuiuiuiuiui. That was fucking close, ey. Mein Gott. Jetzt brauche ich den nicht mehr, also muss ich jetzt meinen treuen Freund töten. Sonst tötet er nachher den Ape. Es tut mir so leid, es tut mir so leid, ich kann nicht hingucken. So, dann muss ich direkt selbst umbringen. So, ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Nein! Ja, komm, rein da! Pum. Ui. Negativ. Jetzt dürfen wir wieder lange kurbeln. Quiet, 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 quiet. Ist hier links ja was? Nein, auch nicht. Ich habe Angst wegen der Fledermaus. Halte. Ausschau. Nach. Der. Fledermaus hätte mir jetzt garantiert gesagt, weil die so auf mich zukam. Die sind fies, die Spielemacher. Die sind echt fies. Man macht sich die Mühe und chantet, um zu wissen, was da steht. Und dann bauen die da so einen Mist ein. Na komm. Ah, jetzt wissen wir Bescheid. Komm, sag warte. Warte. Jetzt komm vorbei. Oh, oh. Hände. Oh, also ich kann das auch nicht. Das kriegen wir auch so hin. Oder wird meine Kaltblütigkeit jetzt bestraft? Nee. Donk. So. Yay. Ah, stimmt, da war was. Warum muss ich immer auf Toilette, wenn ich Let's Playe? Aber ein bisschen halte ich noch aus. So. Ich will es jetzt komplett lesen. Komm. Gib ein bisschen Gas. Ledermaus. Nee, 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 Freundchen. So. Zack. Okay, hier ist nix. Ich würde den hier irgendwie gerne runterholen. Geht nicht. Da ist auch nix. So ein Mist. Kann ich hier noch irgendwas machen? So, jetzt kommen wir glaube ich wirklich zum Tempel. Also wie bei den Squabs mit diesen ganzen Türen da. Jo. Ah, hier sind es aber nur 7. 6. Nur 6? Ui. Pyramids. Pyramids sind keine Schönheiten. Finde sie paarweise oder lass einen mit dem Rücken an der Wand stehen, dann werden sie es richtig hässlich. Folge ihnen, wenn du willst, aber sei vorsichtig, sonst locken sie dich in eine Falle. Spiele mit ihnen, indem du ihnen Fleisch hinwirfst. Ist ein tolles Spiel. Das hatten wir schon zweimal. Und so ist das also aufgekommen.